Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankl AG. Heute einmal Parrot Asteroid Mini. Hier verbaut in einem S-Pass. Ich habe sie hier auf der Verkleidung von der Lenksäule, so dass man direkt, wenn man durchs Lenkrad durchguckt, direkt auf das Display gucken kann von der Parrot Asteroid Mini. Die Fernbedienung haben wir hier in der Mitte, im Mitteltunnel. Sie ist angeschlossen per Strom. Das Kabel habe ich durchgeführt. Geht auch noch mit dieser Klappe. Für mich der ideale Platz in einem S-Pass. Zwecks der Bedienbarkeit für den Fahrer wie auch für den Beifahrer. Das ist nicht das Problem. Wir haben das Handy. Handy ist natürlich installiert mittels unseres Handyhalters. Von dem, wenn er demontiert ist, natürlich nur das zu sehen ist. Wenn er montiert ist, dann das. Und dreh- und schwenkbar, diese ganzen Geschichten kennt ihr ja schon aus diversen anderen Videos. Des Weiteren, hier drunter ist das Radio. Am Radio wird natürlich die Parrot zwischengesteckt. Ich habe jetzt nur einen USB-Anschluss oben in das Handschuhfach reingelegt. Die USB-Steckplätze sind drei an der Zahl bei der Parrot Asteroid Mini. Sind sehr starre Kabel, also die scheinen auch ordentlich geschirmt zu sein. Parrot scheint hier wirklich gute Qualität genommen zu haben. Hier ist so ein Adapter dann praktisch drauf für das Handy. Etwas zu kurz für meinen Geschmack, weil ich mache es ja immer so, dass ich es hier reinlege, den wieder zumache und dann wird er nach oben aufgesteckt. Leider ist er so kurz, dass ich auch den Anschluss selbst mit rausholen muss. So. Und dann stecke ich es hier mit auf. Das tue ich mal. So. Dann haben wir alles angeschlossen. Dann machen wir mal die Zündung an. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen quer. Dann sieht man auch, schwupp, die Fernbedienung ist beleuchtet. Sehr dezent, sehr gut. Sieht sehr gediegen aus in einem Fahrzeug. Das Handy signalisiert, es wird geladen. Die Parrot ist im Startvorgang. Wollen wir mal gucken, wann sie damit abgeschlossen hat. Sie ist relativ schnell. Es dauert bei anderen Asteroid-Systemen eben halt manchmal elends lange. Bei dieser geht es relativ zügig. Also beim Parrot Asteroid Classic dauert es meistens etwas länger. Hier geht es relativ schnell. Jetzt zieht er sich natürlich die Daten. Wir haben verbaut eine SD-Karte mit, ich glaube, 16 GB oder waren das 32, müsste ich mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht genau. Handy hat 64 GB. Ich würde jetzt normalerweise Autoradio hören. Essig, Autoradio ist hier unten drin. Wenn ich es mal anmache, steht oben bei mir im Display Code. Code habe ich vergessen, bin ja morgen wieder auf der Arbeit im Autohaus. Dann wird der Code eben halt kurz ermittelt und dann muss ich den Code eingeben, dann funktioniert das auch wieder. Die Lenkradfernbedienung natürlich hier hinter funktioniert dann auch wieder. Alles gar kein Problem. Dann können wir hier natürlich über die Tastatur anwählen. Mittels des Drehrädchens lässt sich das relativ schnell auswählen, das was ich gerade brauche. Wenn ich per Bluetooth irgendetwas möchte, muss ich Bluetooth anwählen. Und mal auf Play, nehmen Paul Kalkbrenner, die letzte Einstellung vom Handy. Wenn ich etwas anderes hören möchte, gibt es die Möglichkeit jetzt diesen Knopf hier zu drücken. Martin Roth. Dann werden die Quellen durchsucht und Martin Roth gefunden. Und dann hat das auch, wenn ich den jetzt nochmal bestätige, laut, leise. Ich lasse es jetzt auf leise, weil sonst gibt es wieder Probleme mit der GEMA. Ich kann natürlich auch noch einstellen, dass ich ganz gerne das Cover dazu sehen möchte. Bestätigen wir das mal. Dann gibt er mir auch gleich das Cover vom Handy runter. Da haben wir es dann auch schon. Ich mag es lieber nur mit der Schrift, das Cover brauche ich nicht unbedingt, dann kann man es klar und deutlich groß ablesen. Nehmen wir mal was anderes. Tubberger.
und den hat er dann auch sofort gefunden. Insofern das mit der Sprachanwahl, das Suchen von Musik im Fahrzeug, über die Freisprecheinrichtung, über die angeschlossenen Medien, absolut zu empfehlen, sehr, sehr schneller Zugriff. Ich kann nach einzelnen Interpreten suchen oder ich mache es in der Form, dass ich sage, Bravo Hits 80. Und er gibt mir die Bravo Hits Volume 80. Obwohl ich nur gesagt habe, Bravo Hits 80. Das ist hier auch schon wieder ein Unterschied. Beim Parrot Asteroid Classic hätte er gesagt, nee, finde ich nicht. Und nee, ja doch, das ist Classic. Und beim Parrot Asteroid Mini, ich muss mich auch dran gewöhnen, da findet er das sofort. Ebenso, wenn ich jetzt sage, Bravo Hits Volume 78. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Bravo Hits Volume 78. Da hatte sie dann sofort. Also es liegt meistens an einem selbst, dass es dann nicht funktioniert. Bravo Hits 75. Dann gibt er mir die 74 und 76. Also das Volume, so wie ich es angelegt habe, Bravo Hits VOL.76, Bravo Hits Volume 80. Wenn man das Volume spricht, dann findet er es auch. So und ebenso, und jetzt nehme ich die Kamera mal weg, weil ich jemanden anrufen will. Dann wird nämlich die Telefonnummer auf dem Display und das alles auch angezeigt. Deswegen drücke ich jetzt einfach nur mal hier auf Abnehmen. Wen möchten Sie anrufen? Sohnemann. Sohnemann. Mobil. Verbindung wird hergestellt. Weil jetzt wird nämlich auf dem Display alles angezeigt. Ich hoffe, er geht ran. Hallöchen. Hallöchen. Ist nur ein kleiner Testanruf, du. Kannst mich gut hören? Ja. Super. Gut. Super, sagst du? Wenn ich besser als beim alten Parrot. Besser als beim alten Parrot, sagst du? Ja. Aha, und wenn ich dich jetzt lauter drehe, warte mal, dann kann ich dich hier auch besser hören. So, kannst du noch mal was sagen? Ja. Okay. Das war's dann auch schon. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Und dann spielt er natürlich weiter ab, was wir vorhatten. Also, Parrot Asteroid Mini. Ich sag mal, richtig kleine, geile, feine Anlage. Kann man nicht anders sagen. Für mich im S-Pass die Anlage überhaupt, um zum Nachrüsten jetzt einer Freisprecheinrichtung. Der S-Pass hat eben halt die Digitalanzeige oben in der Mitte, das Mäusekino. Und dann beim Lenkrad mittendurch im Cockpit sozusagen dann Parrot Asteroid Mini. Auf der Mittelkonsole die Fernbedienung, super zu bedienen. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Mit dem Handy kennt ihr alle schon, navigieren und dann hören über die Freisprecheinrichtung, alles gar kein Thema. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, ich konnte wieder weiterhelfen und wünsche in diesem Sinne dann noch ganz viel Spaß. Den Halter habe ich hier ein bisschen verändert. Da habe ich den Halter vom Handy genommen, den wir im Programm haben, weil sonst hätte ich den Winkel so vom Display nicht hinbekommen. Das wollte ich nur noch kurz anmerken und in diesem Sinne bis denn dann.